Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario 3D World. Wir haben das letzte Mal Welt 4.1 und Welt 4.2 gemacht, haben den Level noch ein kleines bisschen grades. Nun geht's weiter mit Welt 4a, in dem Fall mit einem fetten, rollenden Style. Ist mal gespannt und ich bin, wie gesagt, immer noch überlegen, was von Let's Play es macht. Damit haben wir letzten Part aufgehört und haben nichts weiter drüber uns überlegt, wie wir da... Oh, scheiße, der muss da rein. Wie wir da fortan das irgendwie grillen konnten. Ich weiß halt echt nicht, was ist, Mann. Ja, sicher. Was ist, spielen soll? Ja, das wäre. Weil ich hab mir so gesagt, ich hab eigentlich erst mal wieder Bock auf ein, Zelda-Teil tatsächlich. Doch nicht mir selbst da reinwerfen. Aber ich denke, für Zelda-Teil wären auch nette Stream-Projekte. Einfach sagt, irgendwann in den nächsten Ferien mache ich mal eine Streaming-Projektwoche. Doch mein wegen Sommerferien muss beispielsweise eine Woche lang nur ein. Fuck, welche Taste war das jetzt? Die. Was jetzt irgendein bestimmtes Game zockt, zum Beispiel was ich was. Einfach mal eine Runde Zelda. Dann zocke ich es beispielsweise eine Woche lang. Nur Zelda. Digga, was für ein Scheiß. Ja, Sisa! Bin jetzt wieder inkompetent, ich hab mich so gescheißen oder was? Mann! So ein Zelda-Let's Play würde es halt, glaube ich, sehr lang ziehen, um das in Stream zu machen. Also, vor allem als Video hat er nur noch mehr. Ich weiß da erst noch nicht, was ich damit mache. Anders, dass die noch nicht rein weggerannt sind. nachdem die gemerkt haben, dass ich deren Kompagnons hier umlege. Und hat mich doch ein bisschen, das war halt so stupide einfach. Meine zwei Todstar waren so unnötig, ey. Und keine Angst, nein, da werde ich nicht nach denen ja wieder aufhören. Das war erst ein bisschen sehr witzlos. Also komm, jetzt nehmen wir uns noch so mehr Level, keine Angst. So. Ja, auf jeden Fall musst du irgendwas cooles erst überlegen, da war noch Zeit, aber ich animiere euch da schon auch in Streams generell. Schreibt doch mal in die Kommentare oder auch in Livestream dann immer eine Set of Fits, was ihr denn sehen wollt. Weil ich gebe dir das auch so viele Spiele, wo man sagt, ja, die konnten ganz cool sein. Gerne mal Feedback in den Set, dann schauen wir dann mal weiter. So, hier haben wir Welt 2-3 und Welt 4-4. Welt 4-3 wird anders witzig, weil... Das Level ist halt ganz schön uff, vor allem im Multiplayer, aber auch im Singleplayer ist Tanz der Wolken ein bisschen erst uff, aber es mag das Level. Weil diese Dinger, die wechseln halt mit der Zeit. Dafür ist erst wichtig, dass man richtigen Ton hat. Das ist auch so eine Sache. Die kann man noch ein bisschen ziehen. Da ist man durchaus besser dran, wenn man ein Rhythmusgefühl hat. Das sind immer so die Aufgaben, die hat gehen immer, das Beispiel zu zweit ist oder so. Das ist anders wild. Scheiße! Soll ich das Ding ja gleich erledigen? Bevor die mies Astzahl werden. Verpissen Sie sich, danke. Gut, er ist erstmal eingesammelt und überlebt, das ist super wild. So, der richtig komplizierte Set kommt hier auch erst noch. Heißt, jetzt einfach 4 gebraucht. Na gut, eh nur ein Stempel, also alles gut. Weil es erstes, wozu es eigentlich in diesem Game noch Stempel gibt, weil Miiverse funktioniert ja eh nicht mehr und so weiter. Gut, ich habe keine Ahnung, wo die anderen Sterne gewesen wären, damit.
glaube zu wissen, dass einer einfach noch hier oben ist. Sonst bin ich ja erst halt mies ratlos. So. Ja, hier ist halt einfach der Trick mit so vielen Marios das zu machen. Da gibt es jetzt fast den Stern. Ach, ist sogar erst das zweite. Ja, perfekt. Machen wir sogar alles richtig. So. So, das gerade, ey. Wild. So. Apropos wild. Stopp, hier gibt es safe noch mehr Items. Okay, das heißt, es war nichts verloren, auch nichts dazu bekommen. So, richtig wild wird es hier an dem Teil. Die Rutze. Wild. Vielleicht war sogar schon hier mit dem dritten Stern. Ja, perfekt. Einfach nur zu weit runterkommen. Da sind wir auch. So, darf mir nur nicht nochmal verrecken. Schaffen wir. Haben nicht gerade gegenseitig gekillt, die Ollen. Finde ich anders wild. Gut, das war nicht so krass, aber anders wild, dass sich die einfach gegenseitig gekillt haben mit deren Boomerangs. So, das ist schon anders wild. So, und sorry, Leute, ich kann mal wieder kurz konzentrieren, deshalb war es relativ still. So, aber es ist wild. Wild, wild, wild. Ja, fangen wir noch ein bisschen ein Thema an. Will wir auch so Themen wirklich reinbringen. So, besten jeden Part irgendein witziges Thema, dass man einfach quatscht, damit ihr euch ein bisschen unterhalten fühlt und nicht einfach nur still rumsitzt. So, ist die machst du nach längeren oft Twits, das ist eine Sache, die ich heute noch ein bisschen angehen müsste, in dem Part. Immer weil ich es halt richtig wild finde, als ich alles gestreamt auf Twitch, und das erst eine gute Idee war, weil ich habe wirklich jetzt schon ein paar wild mehr Zuschauer, als es ist, normalerweise auf YouTube gehabt hätte. Twitch ist einfach, was Streaming betrifft, auch viel, viel mehr los. Da sind immer mehr viel, viel Leute on the way. Das ist einfach erst wild und macht einfach Spaß. Da findet man immer wie so ein frisser, junger, neuer, ja, Twitch-Streamer, wenn man da einfach auf einmal neu dabei ist. Ich finde das einfach viel, viel zu wild. Wurde so gerne auch wieder 3DS-Projekte streamen, mal 3DS Capture Card ist halt immer aus. Ich musste erst nochmal, das Horn ist das klar. Dann lässt er vielleicht wirklich mal wieder einrichten, irgendwann auch 3DS. Projekte. Alter, das ist ein Scheiß. Dann halt nicht. 3DS-Projekte einfach machen, muss irgendwann mal klären. So, es geht hier jetzt wieder ab, ey. Uff. Das war halt erst uff. Nicht einfahren, nope. Pfuf. Wenig noch Zeit. Das Level ist wild. So, ich brauche einmal so ein Teil hier, bitte schön. Das heißt, dachte, die wären Trampoline. Eins, aber nur Trampolin. Perfekte Rate, ey. Aber immerhin ist eins da ein Trampolin. Wild. Ist doch safe irgendwas hier oben. Okay, das heißt, wie kommt man überhaupt irgendwie andersweise so weit hoch? Warte mal, ich weiß wie. Zack. Eigentlich ist keine Ahnung. Gut, natürlich wird es über. Ich wette, das ist wieder für irgendein Kackstempel. Stimmt's? Nein. Das ist sogar nicht mal ein Stern. Anders wird, da war das Item tatsächlich mal gelohnt. Gut, da immer Items dabei hat, Leute, das sagst du immer. Oh, Digga, war das knapp. Leck mich doch fett. Nein! Und jetzt warten, bis die Horden an Käfern vorbei. Ich spiele hier noch mit dem Feuer. Als Herr Wörtlis. Sagt ich so es. So, ich glaube, hier geht es weiter, dann muss es hier einfach nur keinen dritten Stern geben. Das heißt, ich kann es mal hier hochspringen, verdammt. No. Ich hätte mein Katzenalter einfach einsetzen können, ich Idiot. So, scheiße. Gut, hier wissen wir aber eigentlich auch, wo der dritte Stern ist. Wenn es dann soweit ist.
Hol ich sie nach. Ach, das heißt, hier geht's ja noch weiter. Gut, dann hätte man eigentlich einfach nur ausweisen müssen. Wenn wir gerade mal dem Ausweisen sind. Okay, Safe 3 Stern. Nicht ganz optimal, aber ist okay. Definitiv okay. So, richtig, ich war noch ein bisschen so über Twitch labern. Ich finde es echt cool, dass ich einfach auf Twitch jetzt angefangen habe, weil es da wirklich wild ist. Ich habe halt auch echt Bock dann immer auf Twitch zu streamen. Und ich sehe jetzt auch Twitch-Streams, du bist dann immer auf YouTube archivieren. Funktioniert auch echt wild und echt gut. Und das ist cool. So, und da ist noch das Casino rausgekommen. Das werden wir uns doch gleich im nächsten Part mal wieder anschauen. Das soll es für den Part gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!